Morgen! Hallo, Glück auf! Hallo, ihr Lieben! Wie ihr sehen könnt... Wir sind wieder auf Tour. Ja, okay. Ist aber nicht Frankreich geworden. Nein. Wegen dem großen C haben wir uns entschlossen, in Deutschland zu bleiben. Genau, und wir machen unsere Wintertour Deutschland. Genau. Kann man auch mal machen. Erste Station... Kitzingen. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking. Einsam und verlassen stehen wir hier auf diesem Stellplatz. Sehr schön am Main. Am Main gelegen. Hier ist nichts los. Gar nichts. Direkt am Sportplatz. Ja, den Platz zeige ich nochmal. Ich bin aber auch der Meinung, ich hätte ihn schon mal gezeigt. Ich bin ja mindestens einmal im Jahr hier, beruflich. Also von daher, nein, aber sehr schöne Stadt. Da gehen wir gleich mal rein. Genau. Und dann gucken wir mal. Wetter passt, ist trocken. Ja, blauer Himmel. Der kommt jetzt, der blaue Himmel. Der kommt jetzt, der blaue Himmel. Wir sind gestern Abend hier angereist. Anfahrt war okay. Ja. Der Zug fährt. Da ist noch so eine Straßentangente, Brötchenservice, kannst du theoretisch haben, aber jetzt nicht, glaube ich. Nee, momentan ist kein Brötchenservice, musst du dir in der Stadt holen, beim Bäcker. Genau. Gut, dann wollen wir mal los, ne? Ich würde sagen, genau, lass uns mal in die Stadt juckeln. Jo. Über die alte Mainbrücke. Jo. Historisches Bauwerk, glaube ich. Sieht ziemlich neu aus. Und Spielplatz hat es hier. Sportplatz. Da ist die Zufahrt zum Stellplatz. Da ist die Entsorgung. Entsorgung, Grauwasser, Toilette, Holiday Clean. Alles da, das Übliche. Da hinten ist noch ein Grillplatz. Jo. So, da hat noch einer Spaß. Und wenn du die Straße da weiter runter fährst, da steht auch noch ein Schild, da ist noch ein Stellplatz, so ein geschotterter Platz. Der ist dann, glaube ich, auch umsonst. So, Radwege hast du hier noch. Alles dabei. Gesagt, wie unsere geplante Tour ist für dieses Jahr Januar. So, dann haben wir gesagt, wo wollen wir hin dieses Jahr? Wir wollen Richtung Bodensee. Also eigentlich haben wir noch gar keinen richtigen Plan. Nee. Sind wir mal ehrlich. Weil irgendwie schmeißen wir den jeden Tag wieder neu um, weil irgendwas Neues dazu kommt. Aber wir fahren die Richtung über den Schwarzwald. Richtung Bodensee? Ja. Und dann irgendwo gucken, was ist das? Allgäu, ne? Eine Richtung Allgäu. Ja, irgendwo so diese Ecke. Genau. Mal gucken, je nachdem auch wie das Wetter ist. Wenn wir jetzt feststellen, das Wetter ist irgendwo scheiße, dann fahren wir weiter, ne? Wir können es ja. Die Route macht wetter.de. Ja. So, die alte Mainbrücke. Durchfahrtshöhe ungefähr 3,70 Meter. Also kannst du hier auch durchfahren. Da gehen wir jetzt mal drüber in Richtung Stadt. Ja, guck mal, das war also zur Stadt ist quasi 6 Minuten zu Fuß, oder? Ist aber schön gemacht hier alles. Ja, das stimmt. Überall auch. Hundestation hier mit Hundebeutel für diejenigen, die mit Hund sind.
Ja, nee, ist klar, ne? So, wie heißt der Turm? Falten. Falterturm. Wieder Falter. Ja, okay. Alter Falter. Da war früher das Fastnachtmuseum drin, ist aber jetzt an einem deutsches Fastnachtmuseum, ist jetzt an einem anderen Standort. So, und die Turmspitze ist krumm. Jo. Und du sagst gerade, ist gesperrt? Ja, ist zu, ne? Also geschlossen. Weiß halt einer von euch, ob der Turm schon immer so krumm war, die Spitze? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Oder ob das deswegen jetzt zu ist. Wir wissen es nicht. Nö. So, dann lass uns noch ein bisschen weitergehen. Jo. Ganz nett hier, ne? Jo, schönes kleines Städtchen, ne? Ja, ja, kann man mal machen. Auf jeden Fall ist der Stellplatz super. Und man ist schnell hier. Jo. So. Alles fußläufig erreichbar. Richtig. Aus der Perspektive sieht man es noch deutlicher, glaube ich. Das Ding ist krumm wie Flitzebogen. Das ist der schiefe Turm von Kitzingen. Stromsäulen müssen gemünzt werden. Sechs Stück pro Seite. Plätze sind einzeln parzelliert mit diesem weißen Bodenstein direkt am Main. Nachts ist es auch sehr ruhig. Wenn man nicht gerade unter der Tangente steht, man hört noch mal zwischendurch den Kirchturm, die Glocken, aber ansonsten alles ruhig. So, Parkschein ist außer Betrieb. Hier hast du noch mal Entleerung. Chemietoilette. Hier ist nochmal Frischwasser, auch Münzen. Gucken mal, 10 Cent, 8 bis 10 Liter, 1,80 Euro bis 100 Liter. Okay, das ist wohl nach Gusto. Hier hast du noch mal so Toiletten. Ja, keine Duschen, nur Toiletten. Und da unten gibt es dann noch mal so einen Infostand, Infocontainer, Hundetüten. Alles wunderbar. So, und hier gibt es dann aber auch, zumindest in den Sommermonaten, Brötchen. Hinterm Tresen, ansonsten Informationsmaterial. Theoretisch kann man sich hier, glaube ich, auch anmelden. Wir haben uns gestern, hier kam einer vorbei,
17.30 Uhr ungefähr, hat dann kassiert. 11 Euro, nur stehen, also ohne Strom, ist klar, wird gemünzt. So, und hier hinten geht es noch ein bisschen weiter. Auch nochmal Standfläche. Ja. Müll kannst du hier auch noch abgeben. Sortieren, bitte. Jo. Ja, absolut nichts los. Auf weiter Flur ganz alleine. Im Sommer sieht das ein bisschen anders aus. Ich war hier auch schon mehrfach im Sommer. Da musst du zeitig da sein, sonst wird es eng. Ja. Ja, Radwege kannst du auch schön machen hier. Jo. Ich gehe jetzt mal zurück zu Christine. Ich weiß, dass wir vorhin in der Stadt Gefangene gemacht haben. Da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Wo sind die Gefangenen? So, das sind unsere Gefangenen, ne? Mhm. Agurde. Agurde. Die Thermomatte ist schon nicht wirklich schlecht, hat gut warm gehalten, hat null gezogen und vor allen Dingen die Scheiben von innen furztrocken. Mega Vorteil.